Es ist nicht neu, dass die sozialen Medien überlaufen vor Hass, Hetze und handfesten Drohungen. Oft ist es so viel, dass man kaum hinterherkommt, wenn man die ganzen Beleidigungen rechtlich verfolgen wollte. Neu ist aber, wie schnell auch hierbei künstliche Intelligenz helfen kann, indem sie entsprechende Mails oder Postings herausfiltert und dann auch zur Anzeige bringt. Die Initiative dazu kommt von einer Frau, die als Politikerin selbst schon mit Anfeindungen zu tun hatte. Christine Becker hat sie getroffen und Menschen, die von ihrer Idee profitieren könnten, auch. Der Kiesewetter sollte sofort aufgehangen werden. Ungeziefer muss weg. Wenn ich dich, Arschloch, auf der Straße treffe, bist du tot, Wichser. Wir wissen, wo du wohnst. Ich wünsche dir Tod. Für Roderich Kiesewetter sind Hassnachrichten im Internet Alltag. Die kommen täglich. Teilweise recht koordiniert, teilweise vereinzelt, aber immer mit vergleichbaren Botschaften. Der Ton ist härter geworden und die Bedrohung auch. Immer wieder hat der CDU-Abgeordnete einzelne Hassnachrichten angezeigt, bislang mit wenig Erfolg. Bösartigkeiten im Netz. Immer häufiger, immer heftiger. Für Opfer ist es nicht einfach, sich zu wehren. Ermittlungen sind langwierig, wenn man Täter verklagen will, ist das teuer. Und die schiere Menge an Hass überfordert viele. Franziska Brandmann will das ändern. Die Vorsitzende der Jungen Liberalen wurde selbst schon oft im Netz extrem beleidigt. Mit zwei Freunden hat sie ein Startup gegründet, das mit Hilfe von KI Hassbotschaften erkennt und zur Anzeige bringt, und zwar massenhaft. Wir haben eine künstliche Intelligenz, die auf deutsches Strafrecht trainiert ist, die sehr gut entscheiden kann, ist das jetzt eine strafrechtrelevante Beleidigung, ja oder nein. Es werden im Hintergrund rechtssichere Screenshots gemacht, auch darum muss man sich als Opfer nicht mehr kümmern. Und dann kann man sehr standardisiert einen Strafantrag stellen. Auch schon vorher konnten Opfer bei Online-Hass Hilfe bekommen. Gemeinnützige Organisationen haben jährlich einige hundert Beleidigungen angezeigt und Täter abgemahnt oder verklagt. Das Startup stellt derzeit ca. 1000 Strafanträge im Monat. Für Politiker wie Vizekanzler Habeck, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP oder nun Roderich Kiesewetter. Für die Behörden, etwa das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg, bedeutet das viel Ermittlungsarbeit. Im Fall Kiesewetter waren es neulich zum Beispiel mehr als 400 Anzeigen auf einmal. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir das bewerkstelligen. Es geht weit über das hinaus, was wir normalerweise bearbeiten. Wir haben Personal zusammengezogen, um diese Masse dann abzuarbeiten. Im Moment schaffen wir das noch. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. In der Vergangenheit hat das LKA bei Hasskommentaren in ca. 70% der Fälle die Täter ermittelt. Das Meldeaufkommen könnte nun weiter steigen. Künftig wollen die Startup-Gründer vielen weiteren Betroffenen helfen, Hass schnell anzuzeigen. Durch Abmahnungen und Klagen gegen Täter finanzieren sie ihr Konzept. Am Ende bekommt das Opfer eine Geldentschädigung und daran werden wir beteiligt. Das Charmante daran ist, dass quasi die Täter mit ihrer Geldentschädigung an das Opfer uns mitbezahlen. Uns geht es nicht in erster Linie darum, unseren Gewinn zu maximieren, sondern uns geht es eigentlich darum, die Abschreckung gegenüber Tätern zu maximieren. Dafür brauche aber auch die Justiz mehr Personal und Ressourcen, finden Brandmann und ihre Mitstreiter. Denn längst nicht bei allen Staatsanwaltschaften können sie ihre umfangreichen Anzeigenpakete digital übermitteln.